Ja, hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zurück auf dem PTU, der Alpha 3.17.2, und heute schauen wir uns endlich die Belagerung von Orison an, den neuen FPS-Raid, das neue Community-Event quasi, was CRG vorbereitet hat. Das ist ja ein Playtest auf dem PTU, damit der ganze Spaß dann auf dem Live, wenn es dann richtig losgeht, auch gut funktioniert. Und wir haben es komplett durchgespielt und ich will euch mal so ein bisschen mitnehmen, euch alles zeigen, wie es funktioniert, was zu beachten ist und generell, wie das Ganze ja auch Spaß macht, was da so zu tun hat. Wir haben hier eine Gruppe gebaut von rund 40 Personen. Ich bin gerade auf dem Weg dahin. Ihr seht es hier, das ist also auf Orison. Wir müssen vom Hotel aus in diesen Crusader Showroom rein und dann mit dem Fahrstuhl einfach hoch aufs Dach fahren. Das seht ihr hier gleich. Und oben warten schon einige meiner Gruppe und der Rest kommt dann noch ein bisschen nach. Das Event wird dann auf dem Live-Server stattfinden. Es wird wahrscheinlich, wie ihr das schon kennt, irgendwelche Event-Zeiten geben. Das heißt, CRG wird uns sagen, wann das Event läuft. Ich kann euch das jetzt nicht genau sagen, wie oft und wie lange und so weiter das Ganze dann am Ende ist, aber was ich euch auf jeden Fall sagen kann, das Event ist ein bisschen größer. Also wenn ihr das dann spielt, müsst ihr auf jeden Fall ein paar Stunden Zeit einplanen. Das ist, deswegen sage ich auch ganz bewusst, ein Raid, so ein bisschen wie früher in WoW. Ja, Ragnaros Raid und so weiter, geschmolzener Kern. Es ist natürlich hier kein instanziertes Dungeon oder so. Es ist jetzt nicht wie, eigentlich nicht wie in WoW, aber irgendwie dann schon so ein bisschen. Ihr braucht auch keine direkte Gruppe dafür. Also ihr könnt das im Prinzip auch solo machen. Das heißt, ihr geht rein und schließt euch einfach denen an, die da schon sind. Weil CRG hat einige großartige Verbesserungen mit der Alpha 3.17 im Zusammenspiel mit Spielern als auch mit NPCs gemacht. Vor allem ein Marker. Ja? Also alle Verbündeten, sowohl NPCs als auch Spieler, haben einen kleinen blauen Pfeil auf sich drauf. Und dadurch ist es sehr, sehr einfach für jeden zu unterscheiden, ist das jetzt ein Freund oder ein Feind. Das ist noch ein bisschen buggy, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen, aber grundsätzlich ist es nicht erforderlich, hier eine Gruppe zu bauen. Aber das Event erfordert trotzdem so ein bisschen Koordination, dazu komme ich auch gleich noch. Und deswegen ist es vielleicht doch ganz sinnvoll, wir haben ja die Tools, ja? Wir haben ja alles, was wir brauchen. Nutzt gerne dann das Discord, wenn es dann soweit ist, fragt dort nach einer Gruppe. Wir werden auch im Stream natürlich noch häufig das Event spielen, spielt da also dann einfach mit. Oder wenn ihr all das nicht wollt, dann vielleicht einfach im Spiel gucken, ob da eine Gruppe offen ist oder mal nett fragen. Das ist ja alles kein Problem. Gut, jetzt springen wir mal ein kleines bisschen nach vorne, denn das Event, Alter, wieder rumwackelt. Das Event startet hier gleich und da kommt, wie ihr das von XenoThread oder auch von Niantic's Lockdown kennt, oben rechts so eine Meldung, die ploppt gleich auf. Das heißt, am besten steht man hier erstmal Gewehr bei Fuß. Man muss noch nicht rüber auf die Plattform, das kann man erst machen, wenn die Quest dann da ist, sondern man sammelt sich erstmal so ein bisschen mit der Gruppe oder mit den anderen random Leuten im Zweifel und wartet einfach ab, bis genau das da kommt. Von der UI, die Frau Dulli meldet sich und erklärt uns jetzt, dass die Ninetales Piraten ja die Plattform von Orison eingenommen haben und dort einige böse Dinge tun. Das heißt, wir gehen in das Taxi rein und können auch dann im Prinzip die Quest einfach im Mobiglas annehmen. Ich zeige euch das mal ganz kurz, das sieht so aus. So, und dann Priority und Ninetales Occupation. Zack. Ihr seht, es gibt einen Quest-Reward von 380.000 plus Bonus. Mit Bonus, mit allem drum und dran, mit Call to Arms im Zweifel noch und so weiter, kommt ihr locker auf 500.000 oder mehr pro Event. Es könnte sogar auf 1 Million hochgehen. Das kommt aber so ein bisschen drauf an, wie lange das Event läuft, wie viel Call to Arms Geld ihr noch dazu bekommt und so weiter und so fort. Der Flug dauert eine ganze Weile, ich spule immer so ein bisschen vor und zeige euch das dann, aber da vorne haben wir jetzt schon die ersten Plattformen, die wir sehen, die werden auch gleich eingeblendet und die Frau Dulli hier erzählt nochmal so ein paar Sachen zum allgemeinen Event. Wir haben 4 Plattformen. Auf jeder Plattform ist jeweils ein Lieutenant, also ein Kommandant, der die Ninetales-Truppen dort befehligt. Es gilt, und das ist das Hauptziel, auf der jeweiligen Plattform, auf der wir gerade drauf sind, zu diesem Kommandanten hinzukommen, ihn zu töten und einen Code von ihm zu bekommen, um dann die Flugabwehr, die auf der Plattform invertiert wurde, wieder zurück zu invertieren. Denn eigentlich ist es so, die Plattformen selber haben eine Luftabwehr gegen Raumschiffe, die eigentlich die Piraten platt machen sollte. Aber die Piraten waren so schlau und haben das eben, wie gesagt, invertiert. Und das heißt, die Flugabwehr schießt auf uns anstatt auf sie. Und das müssen wir wieder korrigieren. Und dann haben wir quasi die Plattform jeweils abgeschlossen. Das heißt also nochmal, Kommandant finden, Kommandant töten, Flugabwehr mit dem Code des Kommandanten unschädlich oder zurück invertieren quasi.
Da habt ihr quasi so einen Kommandanten eingeblendet im Bild. Die quatschen euch auch voll. Wer gut Englisch kann, versteht das Ganze auch, was sie da so erzählen. Es ist aber nicht viel mehr als Beleidigungen und ein bisschen Blabla. Genau, und dann ist die Plattform erledigt und dann kann man weiter zur nächsten Plattform. Wir springen mal rein, wie das Ganze aussieht, wenn man quasi dann an Bord der Plattform jeweils ist. Und ihr seht, hier links neben mir ist zum Beispiel einer mit dem Pfeil, oder generell, die haben alle so einen kleinen Pfeil, das sind eben unsere Verbündeten oder Gruppenmitglieder. Wir haben auf der Plattform hier diese Container stehen mit vierstelligen Codes, die wir eingeben können. Und der Code ist immer der von dem Kommandanten. Und da vorne sehen wir auch schon die ersten feindlichen NPCs, die es eben gilt wegzuschießen, denn die Plattformen sind randvoll, wirklich randvoll mit Piraten, mit Ninetales-Piraten. Man erkennt sie an diesen ledernen Tattoos auf der Rüstung oder generell den ledernen Masken, also man kann es schon ganz gut sehen. Trotzdem, wie gesagt, ist es extrem hilfreich, dass die Verbündeten entsprechend einen Pfeil haben. Das verringert einfach den Friendly-Fire-Beschuss und kann nur hilfreich sein. Was wir hier gemacht haben bei dem Event, was wir in dem Playtest gespielt haben, war noch ein bisschen besonders, denn die Ansage war, dass alle Gruppenmitglieder, und das war ja fast der ganze Server, möglichst sich immer bei mir sammeln, also dass niemand irgendwo alleine oder extra rumrennt, dass niemand vorrennt, sondern dass man halt wirklich mal gemeinsam komplett als großer Stoßtrupp vorangeht und dass ich auch die Möglichkeit habe, das Ganze für euch hier entsprechend so zu zeigen. Das ist etwas, was ihr auf dem Live-Server vermutlich niemals erleben werdet, außer ihr macht das auch so, mit einer eigenen Gruppe. Wenn ihr aber mit Randoms einfach so auf den Server geht, werdet ihr feststellen, dass sich die Gruppe extrem schnell verteilt. Und selbst 50 Leute, wenn die alle auf dem gleichen Server das Event gerade aktiv spielen, die Plattformen sind so gigantisch, dass ihr kaum noch jemanden über den Weg laufen werdet. Also deswegen ist mein Tipp generell zum Event, macht's am besten als Gruppe. Es wird euch allen mehr Spaß machen, glaubt mir das. Wir hatten das auf dem vorherigen Playtest, da war nur so eine kleine Zehnergruppe. Das war alles total verwurstelt und überall war irgendwer und sind gestorben. Es ist ja auch wichtig zu wissen, man stirbt auf diesen Plattformen in der Regel nicht. Also selbst wenn man weggeschossen wird von irgendwelchen Piraten, an sich kein Problem. Solange du Kollegen hast, die dich wieder mit dem Medic-Tool aufheben können, ist es gar kein Thema. So, wir springen mal noch ein bisschen weiter vor, denn wir haben hier jetzt den Kommandanten von dieser Solanki-Plattform gefunden. Da ist er backt so ein bisschen durch die Wand durch, das muss doch ein bisschen gepolished werden. Aber nichtsdestotrotz, das ist also unser erstes Target, unser erstes Hauptziel, was wir hier erledigen sollen. Da seht ihr ihn. Und das Lustige ist, die Kommandanten haben deutlich mehr HP als alle anderen. Man kriegt sie trotzdem recht schnell tot, ne, mit der entsprechend großen Gruppe, aber die halten um einiges mehr aus. Was wir machen müssen, wir müssen diesen Kommandanten jetzt auch noch looten, denn der Kommandant hat natürlich den Code in Form eines Tablets bei sich und das findet ihr nicht im normalen Loot. Ja, also wenn ihr den jetzt einfach nochmal so anklickt wie ich hier und nochmal lootet, da ist es nicht mit dabei, sondern ihr müsst tatsächlich richtig in diese Taschen reingucken. Und da seht ihr auch dieses Tablet. Das gilt es jetzt ins eigene Inventar reinzupacken, kurz zu warten und dann bekommt ihr von der Fortuna die Info, aha, wir haben den Code bekommen und oben wird er auch dann eingeblendet. Jetzt ist ein ganz, ganz wichtiger Moment. Auf der gesamten Plattform, habe ich euch ja vorhin schon gesagt, gibt es diese Container, den wir ganz am Anfang gesehen haben. Und in jedem Container ist potenziell diese Flugabwehr-Invertierungsmaschine quasi drin. Das sieht aus wie so ein kleiner Ball, zeige ich euch gleich. Es kann aber auch was anderes drin sein, das ist immer random, ne? Also merkt euch am besten, wo die Kisten sind oder stellt vielleicht, wenn ihr eine große Gruppe habt, das können wir auch machen, direkt immer, wenn ihr an der Kiste vorbeikommt, einen Spieler ab, der kann dort AFK warten, bis der Kommandant tot ist und dann gilt es eben, diese ganzen Container zu öffnen. Hier haben wir mal einen davon, der ist allerdings schon geöffnet worden von einem aus meiner Gruppe und der ist auch komplett leer. Wir haben also diese leeren Container, wir haben Loot-Container, wo also Kisten drin stehen mit Waffen, mit Ausrüstung, mit Medi-Pens und anderen Sachen. Und wie gesagt, diese Hauptkiste, diese Questkiste, die wir quasi suchen sollen. Und ihr seht hier zum Beispiel gerade mal ein bisschen Respawn und der kommt jetzt quasi hier auf der Plattform so lange, bis ja entsprechend der Code an der richtigen Kiste eingegeben wurde und das Ding zurückinvertiert wurde. Und genau deswegen machen wir das jetzt mal hier. Seht ihr jetzt das endgültige Ziel? So sind die übrigens alle aus. Und da müssen wir nur unten auf roten Knopf drücken. Klick. Und dann ist die Flugabwehr wieder korrigiert. Kein Respawn mehr auf der Plattform. Alle feindlichen Schiffe werden automatisch von den Security-Kräften von Crusader weggeschossen. Und wir können zur nächsten Plattform gehen. Wie gesagt, man könnte auch schon lange, bevor man das hier anklickt, auf die nächste Plattform gehen. Aber so richtig sinnvoll ist das nicht, denn die wenigen, die dann zurückbleiben, müssen sich dann mit dem ganzen Respawn rumschlagen und mühselig diese Kisten suchen. Deswegen würde ich empfehlen, wie gesagt, macht's als gemeinsame Gruppe, bleibt auf der Plattform, bis die wirklich fertig ist, schließt die erstmal komplett ab und dann erst zur nächsten Plattform weiter.
Und zur nächsten Plattform kommen wir über ein Space Taxi. Man könnte jetzt theoretisch, das sage ich euch nachher nochmal, auch in ein Raumschiff steigen. Wir haben hier auf diesen Plattformen mehrere Landeflächen, wo auch zum Beispiel Pisces rumstehen. Oder Hercules Starlifter oder Starrunner, also verschiedene Crusader-Schiffe stehen hier rum, eigentlich alle möglichen sogar. Das Problem ist aber, auf der Plattform, wo wir jetzt hinwollen, ist ja die Flugabwehr noch aktiv. Das ist also ziemlich blöd, dahin zu fliegen, macht eigentlich wenig Sinn. Das ist eher dann gedacht für die Nachzügler, dass die dann einfach quasi diese Shuttles überspringen können und dann einfach mit einem Raumschiff rüberfliegen können oder sich transportieren lassen können. Das ist nicht dafür gedacht, dass man jetzt sofort dahin geht. Und das Schöne ist bei diesen Shuttles, dass die nicht von selbst fliegen, sondern dass ihr die ja steuern könnt. So ein bisschen wie auch bei Aufzügen. Na, ihr seht's, kann man also draufdrücken, kann also warten, bis die Gruppe vollständig an Bord ist. Das ist auf jeden Fall wichtig, damit man nicht so rumwurscheln muss immer. Ein Haken gibt es trotzdem, nicht bei den Shuttles, sondern bei den Aufzügen. Es ist nämlich meistens so, und ich hoffe, CRG wird das nochmal ein bisschen verbessern, dass die ganzen Locations auf den Plattformen, also die verschiedenen Ebenen, nur per Fahrstuhl zu erreichen sind. Das Dumme ist nur, die Fahrstühle sind die ganz kleinen, die ganz normalen, und es gibt jeweils nur einen. Das heißt, wenn du mit einer 20, 25 oder 30 Mann Gruppe jetzt mal in eine höhere Ebene willst, zum Kommandanten oder so, dann bist du ganz schön aufgeschmissen, weil es passen nur 5 in den Fahrstuhl. Wenn es mehr als 5 sind, wird es kritisch. Dann killt man sich gegenseitig, schubst sich irgendwie durch die Wand durch und so. Das ist sehr, sehr ungeil gelöst von CRG. Da muss man wirklich höllisch aufpassen. Das nur mal so als kleinen Tipp. Das ist ganz besonders nervig hier auf der zweiten Plattform, wo wir gerade angekommen sind, denn ihr seht, hier muss man zwingend mit diesem einen Fahrstuhl runter. Und naja, ich habe es eben natürlich hier im Stream ein bisschen gesagt, Leute, Vorsicht und so, aber wenn das keiner so kontrolliert, sage ich mal, dann bist du da echt am Arsch. Auf der zweiten Plattform sind auch die ganzen Optiken wieder anders. Wir haben so einen kleinen Irrgarten, so ein bisschen waldmäßig gemacht, wo man ja noch weniger sieht. Also jede Plattform hat so ein bisschen ihren eigenen Stil. Es ist kein reines Copy-Paste, es ist wirklich schön designt, wirklich cool gemacht. Wir haben verschiedene Gegnertypen auch. Wir haben solche kleinen, die nicht so viel aushalten. Wir haben schwer gepanzerte, die haben unterschiedlich viel HP und. Es ist durchaus cool. Wir haben überall solche, ihr seht solche kleinen abgefackelten Fahrzeuge. Wir haben auch Fahrzeuge auf den Plattformen, das werdet ihr nachher nochmal sehen, wo man also auch einsteigen kann, zum Beispiel ein Panzer könnte es sein oder eine Balliste haben wir glaube ich auch, und wir haben natürlich verschiedene Greycat Buggies und noch vieles, vieles mehr. Also alles voll, was man theoretisch hier nutzen kann. Meistens bringt es nicht viel, weil, was ihr schon gesehen habt, die ganzen Straßen und die ganzen Wege sind ziemlich zugestellt. Also viel fahren ist da nicht. Aber unabhängig davon, es geht schon. Also ne, man muss ja nicht immer alles schnell machen. Man kann ja auch, oder es ist sogar eigentlich viel, viel sinnvoller hier, ein bisschen konzentriert und langsam vorzugehen. Wie heißt es so schön? Langsam ist präzise und präzise ist schnell. Und schnell waren wir auch hier mit dem zweiten Kommandanten. Ihr seht, der ist tot. Müssen auch die restlichen entweder das killen, und auch der hat natürlich wieder eine von diesen Codekarten einstecken. Es ist ein bisschen schwierig zu looten, aber ja, in dem Fall war es glaube ich ein Rucksack, wenn ich mich noch richtig erinnere. Wir gucken mal kurz rein, wo der Kram ist, genau. Also ihr müsst immer wirklich in diese Behältnisse jeweils reingucken, wo sich das jeweils befindet, das Tablet, und dann wie gesagt einfach immer zack in den Rucksack packen. Dann kriegen alle auf der Plattform den Code, also auch die nicht in der Gruppe sind. Wirklich alle sehen den Code und können dann entsprechend auch beliebig die ganzen Container wieder öffnen und dann wieder die Flugabwehr abschalten, und dann geht es schon wieder zur nächsten Plattform. Bevor wir dahin kommen, will ich euch aber noch was ganz, ganz Wichtiges anderes zeigen. Und zwar ist euch vielleicht schon aufgefallen, ich habe da so eine kleine Kopfverletzung, eine kleine Platzwunde quasi an der Stirn, und es wäre jetzt umständlich nach Orison zurückzufahren und dort ins Krankenhaus zu gehen. Glücklicherweise gibt es hier die Gyms, also diese Sportstudios, und dort seht ihr, gibt es tatsächlich ein Medic-Bett. Ein vollwertiges Medic-Bett, wo man sich einfach drin heilen kann. Das heißt einfach das Ding sauber machen, den ganzen Bereich hier ne, von NPCs befreien und dann, wie ich es hier auch mache, aufs Bettchen drauflegen. Dann kommt von oben dieses Tablet runter. Ihr seht, ich kann mich hier nicht verorten. Ich kann hier also keinen Respawn sichern, was ich ein bisschen schade finde. Es wäre irgendwie ganz cool, wenn das ginge. Aber egal, ich kann auf jeden Fall meine Verletzungen heilen. Wichtiger Punkt für alle, denn auch wenn man nicht stirbt auf den Plattformen, in der Regel, wegen der Downstate-Geschichte, kriegst du trotzdem hier und da Verletzungen. Bei den Beinen, Kopf, Arme, wie auch immer. Die dann hinten raus quasi einschränken und die HP senken. Und insofern ist das hier eine sehr, sehr feine Geschichte.
So, mittlerweile haben wir die Plattform ebenfalls geklärt. Die Flugabwehr ist wieder invertiert und ich bin auf dem Weg zum nächsten Shuttle, zur nächsten Plattform. Und das ist jetzt auch das letzte Mal, dass wir eines von diesen Shuttles benutzen. Wir sind also jetzt auf dem Weg quasi zur dritten von vier Plattformen, also die vorletzte. Und da gibt es ein paar kleinere Besonderheiten, die ich euch dann gleich zeigen will. Aber habt ihr mal gesehen, ja, dass ich auch mit einem Fahrzeug fahren kann? Wie gesagt, gibt noch andere Panzer und Co. Müsst ihr einfach gucken und dann einfach benutzen, wenn ihr das braucht. So, und jetzt sind wir beim dritten von insgesamt vier Kommandanten angekommen. Auch den schießen wir wieder weg. Und auch da müssen wir wieder uns den Code holen und die Flugabwehr wieder invertieren. Was jetzt ganz, ganz wichtig ist, und da lege ich jetzt mal wirklich Wert drauf. Ihr müsst bitte unbedingt auf eines achten, wenn ihr dieses gesamte Event spielt. Niemals ein Vehikel, also ein Flugvehikel benutzen, solange noch die Flugabwehr auf den jeweiligen Plattformen invertiert ist und euch abschießen könnte. Denn es gibt nur eine begrenzte Anzahl von von Vehikeln, also von Pisces, von Starrunner und Co., die ihr nutzen könnt. Und es ist extrem wichtig, dass ihr das nicht verschwendet. Warum ist es wichtig? Nun, es gibt halt kein Space Taxi auf dieser dritten Plattform. Das heißt, ihr müsst zwingend mit diesen Vehikeln auf die letzte Plattform, auf die finale Plattform, das Admin Center, rüberwechseln. Und auch das ist nicht ganz so einfach, denn ihr braucht dazu noch etwas. Und zwar das, was ihr auf dieser Plattform hier findet. Das sind nämlich Starfighter Ions. Ich glaube, es gibt zwei oder drei, ich bin mir gerade gar nicht sicher, das seht ihr aber, wenn das Event anspielt. Und ihr müsst im Prinzip Folgendes tun, ihr müsst tatsächlich euch mit einem Raumkampf dort hochkämpfen. Wir konnten das hier leider nicht richtig machen, wir hatten nämlich das große Problem, dass ungefähr 90% der Gruppe Crimeset bekommen hat, weil die verbündeten NPCs plötzlich keinen Marker mehr hatten und dann hat man sie weggeschossen und dann waren sie alle im Clash-Gefängnis. Deswegen ist es hier jetzt hinten raus ein bisschen verwurschtelt, aber im Prinzip ist es so, ihr nehmt mit eurer Gruppe dann die verschiedenen Raumschiffe, sobald ihr hier auf der dritten Plattform diese Flugabwehr invertiert habt. Geht ihr an Bord der Schiffe, auf die Starfighter, auf die Hercules, auf die Starrunner und alles, was ihr halt findet und begebt euch damit rüber zum Administration Center. Da oben ist es übrigens, das Runde. Und dort müsst ihr sowohl die piratischen Angreifer, das sind eine Hammerhead beispielsweise, da sind auch andere Hercules, sind verschiedene feindliche Schiffe, die müsst ihr wegschießen. Dafür sind die Ares Infernus da. Oder auch die Panzer, könnt ihr auch mit rüber absetzen. Und ihr müsst die Flugabwehr auf dem Admin Center ebenfalls abschießen. Ich glaube, dass die respawnt, das haben wir nicht testen können. Ich bin aber der Ansicht, dass das so sein müsste, dass die nach einer gewissen Zeit wiederkommt. Aber ihr könnt zumindest den ersten Anflug dann starten und euch darüber wagen auf die Plattform. Also wie gesagt, Raumkampf oder Weltraum ist es ja nicht, es ist ja ein atmosphärischer Kampf da oben. Den durchziehen, möglichst unter dem Radar von der Flugabwehr bleiben, sonst schafft es nämlich nicht. Und dann müsst ihr übersetzen auf das Admin Center. Und wie ihr seht, ich habe es gerade so noch geschafft. Das Schiff ist quasi, während ich am Rausspringen war, explodiert oder kurz danach. Wir haben es gerade so noch hinbekommen. Wie gesagt, das Problem ist, bei mir jetzt hier in der Gruppe waren 90% dann leider im Knast. Aber ihr seht ja zumindest die Flugabwehr, wie sie hier rumballert, wie auf alles geschossen wird. Es ist wirklich ein heißes Ding hier am Ende. Und wahrscheinlich dürfte das auch mit das Schwierigste sein, was es eben zu erreichen gilt, hier überhaupt vernünftig zu landen. Wenn ihr es aber so macht, wie ich es gerade gesagt habe, dann sollte es auf jeden Fall klappen. Und dann geht's zum Finale. Und da haben wir hier diesen Docking-Port, den ihr schon von Horizon auch kennt, mit diversen Gegnern, die sich darin befinden, mit Kisten, mit ein paar Schussstellungen und so weiter. Müsst ihr euch einfach durchkämpfen, genauso wie auch danach bei dem Frachtbereich. Also wir haben dann wie so ein Containerschiff-Oberdeck, wo wir dann gleich landen. Und da geht es dann auch nochmal darum, so ein bisschen sich durchzuschießen. Also das ist jetzt relativ einfach. Wir müssen jetzt vorstoßen zu unserem hauptsächlichen Ziel, also quasi der Anführer, der letzte Kommandant, der noch hier an Bord ist, und zwar da hinten drin. Das heißt, wir kommen also durch diesen kleinen Durchgang hier an der Seite, durch diese Kisten durch und wir haben auch das Questziel links angezeigt, ihr seht den Pfeil, der dahin dreht. Das ist jetzt hier so ein bisschen labyrinthartig gebaut und es ist extrem schwierig, da überall die NPCs sitzen könnten in der Hocke und ja, teilweise sich echt gut wehren. Und auch respawnen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also ihr müsst hier wirklich höllisch aufpassen, dass nicht irgendwie der Respawn plötzlich um die Ecke kommt. Das geht teilweise richtig, richtig schnell. Was nicht ganz so schnell gegangen ist, ist den Kommandanten hier zu finden. Das ist wirklich, müsst ihr echt einfach suchen und suchen und suchen, aber da vorne ist er.
Der letzte der vier Kommandanten, den haue ich jetzt mit Granaten einfach über den Haufen. Und auch den muss ich jetzt wieder looten. Und auch da gibt es wieder ein Tablet. Ich glaube, ich sterbe hier auch gleich, werde aber dann wiederbelebt. Wir haben hier so einen kleinen Computerraum hinten, aber das ist alles gar nicht so interessant. Wirklich wichtig ist eigentlich nur hier auch wieder der Code. Punkt, wo er ist. Ich glaube, ja, der war hier in der Hose drin. In der Hosse. Genau. Letztes Tablet, dann haben wir nämlich alle komplett. Ja, die sind übrigens auch persistent, also wenn das Event vorbei ist, sie bleiben euch erhalten im Inventar als kleines Andenken. So, da oben haben wir wieder den Code und nun geht es darum, noch diese letzte Kiste zu finden, in der dann die letzte Flugabwehr-Invertierung ist. Genau, hier sterbe ich gerade. Naja, nicht so schlimm. Das heißt, wir gehen mal zur letzten Kiste. Und da gibt es eine meiner Lieblingsbeschäftigungen überhaupt, hust hust, nämlich Jump and Run. Es geht aber. Es geht, wenn man sich nicht ganz so blöde anstellt. Ihr müsst ja so ein bisschen hochklettern, diese Kisten, und wollt dann im Prinzip da oben rechts in diese Kiste rein, die ihr gleich seht. Ich zeige euch das hier mal kurz, wie das ungefähr geht. Ne? Könnt ihr hier im Prinzip einfach außen rumlaufen, so, kein Problem. Dann hier hoch auf diese Kiste. Merkt euch das einfach mal optisch. Und da vorne ist dann der Steg und dort müssen wir drauf. Das Problem an der Sache ist, das ist gar nicht mal so einfach, denn in schwerer Rüstung, und die werden wir vorher nämlich anhaben bei einem FPS-Event, kommt man da im Prinzip ja kaum bis gar nicht rüber. Ich weiß nicht genau, warum CRG dann den Sprung so groß gemacht hat. Also es geht, glaube ich, schon in schwerer Rüstung. Es geht irgendwie schon, aber da musst du halt den richtigen Pixel quasi treffen. Die Lösung ist hier ganz simpel, zieht euch einfach aus. Einfach Equipment rausschmeißen, guckt, dass es am besten nicht so wie bei mir durch den Boden wegletscht, wie der Rucksack gerade. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber in der Regel, ihr könnt es ja draußen auf dem Geländer machen oder so. Das ist alles kein Problem. Ihr braucht die Rüstung im Prinzip jetzt eh nicht mehr. Gut, der Respawn kommt noch, aber der endet ja, sobald ihr den Code eingebt. Insofern also auch keine große Geschichte. Ja, und dann gilt es nur noch, darüber zu springen. Moment, das machen wir einmal kurz gemeinsam. Und hops. So, und dann gibt er den Code noch ein, der da oben steht. So, 7, 3, 5, 0, Klick. Und dann habt ihr dort die letzte Flugabwehr. Leider, wie ihr seht, war es verbuggt. Ja, das IFI hat sich nicht abgeschalten, obwohl ich es gemacht habe. Die Quest hat nicht zu Ende getriggert. Und insofern hing die Quest dann hier fest. An diesem Moment sind wir quasi am Ende angekommen. Normalerweise ist dann das Event einfach hier vorbei und die ganzen Plattformen haben wieder die richtige Flugabwehr. Die Piraten haben keine Chance mehr, müssen sich entsprechend zurückziehen. Kein Respawn mehr, alles geschafft, alle Kommandanten tot, pipapo. Und dann gibt es auch Geld für alle und Bier für alle und Drinks für alle und juhu, toll. Wie gesagt, bei uns war es leider, hat sich aufgehangen, nicht möglich, das Event abzuschließen. Das heißt, der Respawn kam hier unbegrenzt und irgendwann ist halt jegliche Munition mal alle und wir waren auch alle verletzt und konnten es nicht mehr probieren. Insofern ein bisschen schade. Aber gut, es ist ein PTU, es ist ein Playtest und CRG will ja genau deswegen so einen Playtest machen, um das herauszufinden. Mein erstes Feedback oder mein zweites eigentlich zum Event, ich finde es grandios geil. Es ist das beste Event meiner Ansicht nach, was sie bisher gemacht haben, es toppt meiner Ansicht nach sogar Xenothreat. Zumindest in einem gewissen Rahmen. Klar, bei Xenothreat hast du halt die Javelin, hast du die Idris, das ist ziemlich cool. Hier hast du dafür aber ja so dieses FPS-Geschnetzel mit Fahrzeugen in Kombination mit dem Luftkampf über den Admin Center. Das ist schon echt ziemlich, ziemlich nice und macht eine Menge Spaß. Wie seht ihr das Ganze? Schreibt mal eure Sicht in die Kommentare. Ich hoffe, ich habe es euch gut zusammengefasst und gut alles erzählt. Das Event insgesamt ging ungefähr 3,5 Stunden, also ist wirklich ziemlich lang. Andererseits entspricht das auch in etwa einer normalen Raid-Zeit in anderen MMO-RPGs oder so. Also an sich ist es keine große Geschichte. Es ist eigentlich Standard. Oh, mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Also wie gesagt, ich fand es ganz, ganz toll und freue mich drauf. Sie müssen noch, wie gesagt, diese Bugs fixen, speziell der Marker auf den verbündeten Zielen darf auf keinen Fall verschwinden. Der muss bitte da bleiben, sonst haben wir das Cryo-Set-Problem, was uns hier hinten raus ein bisschen auch dann gekillt hat. Aber sonst, wie gesagt, finde ich es ganz, 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 ganz toll. Und freue mich darauf, es mit euch gemeinsam auf dem Live zu spielen. Mal gucken, ob nochmal ein weiterer Playtest kommt mit einem weiteren PTU-Patch jetzt die Woche. Werden wir mal gucken. Weiß ich nicht, ich halte dich auf dem Laufenden, denn wenn ja, spielen wir es natürlich nochmal. Jetzt sind wir noch besser vorbereitet, haben noch mehr Infos dazu und können das umso besser dann auch gemeinsam zocken. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. 65 degrees,
Last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished I would rain.